So, da wäre er wieder. Also, wir haben wieder Strom. Das heißt, ich könnte mir doch jetzt eigentlich mal so ein, zwei Minuten nehmen und gucken, was so am wichtigsten ist. Momentan blinkt zum Beispiel das da. Nee, nicht das da, das da. 128 Dinger haben kein Repair Pack. Das stimmt so nicht. Hier sind Advanced Repair Packs. Und wir haben auch viele gelbe Roboter, die das eigentlich alles soweit machen sollten. Also Skynet hat ja extra jetzt die schnellen Bauroboter gebaut. Allerdings kann ich die noch nicht so wirklich auseinanderhalten. Ja, sie müssen gelb sein, aber die da, also die Logistikroboter, je nachdem in was für einem Winkel sie fliegen, sehen sie total anders aus. Also wegen diesem Propeller, den sie oben drauf haben. Wenn sie nach schräg unten links fliegen, dann sieht man den Propeller. Wenn sie aber in die andere Richtung fliegen, dann sieht man sie nicht. Und dann sehen sie aus wie so eine Luna-Landekapsel. Na gut, ich mache dann einfach mal hier noch ein Dingens. Habe ich keine Kisten? Ne, ich habe keine Kisten. Bau bitte davon 5, davon 5. Das ist was Wichtiges. Die müssen nicht immer auf Vorrat sein. Wir werden irgendwo angegriffen und nur 15 Türme schießen. 43 Türme schießen. Was sagt der Strom währenddessen? Akku ist kurz runtergegangen, das war's. Ja, sauber. Also mach bitte da eine blaue Kiste hin, da eine rote Kiste hin. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Und du machst jetzt bitte doch auch noch die alten Repair Packs. Falls die... Geht nicht. Falls die neuen Roboter doch nicht so zahlreich sind, wie ich dachte. Und dafür brauchst du grüne Chips und Zahnräder. Die da. So. Und dich beschränken wir bitte auf 2 Stacks. Wir sind hier auch alles überall im Einflussbereich. Ja, sind wir. Okay. Also das sollte soweit kein Problem sein. Verstehe gerade nicht, was so wirklich hier los ist momentan, aber okay. Es mangelt allgemein an manchen Stellen noch an Türmen. Problem ist nur, wenn ich jetzt wieder überall Türme hin essen bei euch lese. Quatsch, die da. Wenn ich jetzt an manchen Stellen wieder so extrem viele Türme hinstelle, so 2er oder 3er rein, dann haben wir passiv so einen hohen Energieverbrauch, dass das echt übel ist. In den Kommentaren von vor ein, zwei Tagen, also für euch, ein, zwei Tagen, wenn ihr aktuell guckt, also vor 10 Folgen oder so, da wurde geschrieben, dass ich mir die Topaz Lasertürme nochmal angucken soll. Weil allgemein scheinen die Lasertürme da hier auch eine niedrigere Energie, einen niedrigeren Energieverbrauch zu haben. Also die hier zum Beispiel 600 Kilowatt und die dann nur 129. Raw Ruby. Wir haben eine Menge Raw Ruby. Oh, sehr schön. Das ist eine sehr schöne Änderung. Ich glaube, das war vorher nicht so. Dass die Silver Ruby Laser Turrets, um sie zu bauen, einen stinknormalen Laser Turret brauchen. Das war früher, glaube ich, nicht so. Früher hatte man ganz, ganz viele Laser Turrets gebaut und konnte sie dann für nichts verwenden, wenn man sie erstmal ersetzt hat durch die besseren. Ja, also ich glaube, ich schnapp mir da mal jetzt eine Kiste voll Rubine. Wo seid ihr? Da seid ihr. Nein, da seid ihr. Raw Ruby. Also das sind Chunks of Ruby. Was? Warum haben wir Chunks of Ruby? Ja, weil ich die ausgestellt habe. Und ich will sie auch nicht unbedingt einstellen. Nicht wirklich. Ich brauche erst einen größeren Puffer. Und mehr passive Energiequellen und überhaupt. Boah, davon im Hintergrund noch ein paar. Was wird jetzt eh gerade Nacht? Also ja, habe ich nicht hier noch vielleicht? Chunks of Ruby? Da oben sind Raw Rubies. Oh ja, gib mal her, gib mal her, gib mal her. Und was noch? Nix. Was brauchen wir dafür? Dafür bräuchten wir ein Silver Ruby. Also das da. Aber 4 Polished für so ein... Nee, Vogel. Was? Gibt's nicht. Ja, also ich baue jetzt einfach mal spaßeshalber davon ganz viele, auch wenn es noch dauert, bis die wieder angekommen sind. Und ich habe keine grünen Chips mehr. Das heißt, es sind keine grünen Chips im System, oder? Ja, gut. Also der Plan ist jetzt, die Türme alle nach und nach zu ersetzen durch die bessere Variante. Zum einen, weil die bessere Variante hoffentlich mehr Schaden macht. Im Idealfall vielleicht ein Feld mehr Reichweite hat. Das wäre echt genial, aber bezweifle ich irgendwie.
Und größtenteils eher wegen dem Stromverbrauch. Also die hier haben ja Energy Consumption 600, wenn sie schießen. Sieht man nicht mehr. Also im passiven Zustand verbrauchen, sagen wir mal 1000. Wow. Im passiven Zustand verbrauchen 1000 mal Lasertürme 6 Megawatt. Das heißt, 100 verbrauchen... Was? 100 verbrauchen 0,6, 10 verbrauchen 0,06, einer verbraucht 0,006. Drain 6 Kilowatt, ja. Ah, lies doch einfach den Tooltip, Mann, anstatt hier so grobe Kopfrechnungen zu machen, so früh am Morgen. Es geht ja. Okay. Also beim Schießen verbrauchen sie 600 Kilowatt, den normalen passiven Drain ist 6 Kilowatt. Klingt nicht viel, aber wenn man davon 1000 Stück hat, ne, dann schaukelt sich das halt hoch. Und die werden dann nach und nach ersetzt und dann muss ich gleich mal gucken, wie viel Drain der da hat. Vorher Solar Panels setzen. Achso, und das Ding hier wollte ich auch noch zukippen. Aber ich glaube, da hatte ich nicht genug Dingens für Landfill. Warte mal, achso, das kann jetzt eigentlich alles mal weg hier. Oh, wobei, warte mal, du verbindest immer noch das Ding komplett, ne? Ja, also der Pol muss da kurzfristig stehen bleiben. Was ich aber eigentlich vorhatte, war hier rüber zu gehen. Genau. So. Und jetzt den kleineren Abschnitt hier zuzumachen mit Water Begone. Das sollte ja schneller gehen als den kompletten See. Na, da werden gute Mauern zerstört. Wir haben kein einziges Water Begone, hm? Das wäre auch zu praktisch. Bau mal einen davon, mach die kurz auf Pause. So. Und mach danach bitte die Türme, weil ich neugierig bin, wie gut die funktionieren. Und danach können wir die Akkus weitermachen. So, wow. Was? Da. Na, nicht genug. Und der meckert immer noch. Was? Es ist im Roboter-Einflugsbereich. Habe ich irgendwie alle Bauroboter verloren? Reiß dann bitte ganz kurz irgendjemand das da ab. Und bleibe ich hier... Bleibe ich hier stehen und gucke, wer da angeflogen kommt. Da. Stopp. Ich kann nicht... Pause-Taste geht nicht. P ist nicht Pause-Taste. Und schon habe ich sie im Roboter-Gewusel verloren. Wo versteckt ihr euch? Da. Construction Bot MK1. Wir haben definitiv mindestens noch zwei. Es werden viel, viel, viel mehr sein, aber ich kann sie nicht ordentlich nachgucken. Ach so. Müssen die vielleicht in die Roboports? Ja, das kann sein. Also vielleicht reicht es nicht, wenn es in den Kisten liegt. Wir müssen das in einem Roboport haben. Du bist schon nach dem neuen Muster hier aufgestellt, ne? Ja, bist du. Dann kriegst du jetzt mal... da eine Kiste. Und da komm rein. Mal Repair Packs? Advanced Repair Packs? Und was zur Hölle bist du? Highly Advanced Repair Packs? Nein. Davon hätten wir gerne 100. Davon hätten wir gerne 100. Und du befüllst bitte das Ding da. Das heißt... Wow, Gott! Ich habe euch gefunden! Gib mir die alten. Nein, nein, schmeiß irgendwas weg. Ich muss jetzt unbedingt... Was? Warum kannst du nicht... Warum habe ich so viel Müll in meinem Inventar? Z. Genau. So, jetzt gib mir die alten.
Gebt mir die Alten, gebt mir die Schwachen. Da. Und da. So, kann ich euch irgendwie zerstören und die Ressource zurückbekommen? Ich brauche euch nicht mehr. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen riesen Repariernotfall. Die ganze Basis muss neu gebaut werden, dann könnten wir es gebrauchen. Ich tue jetzt die alten Roboter hier rein. So. Dass Skynet sich die später irgendwann schnappen kann und aufmotzen, wenn Skynet das denn will. So, ich habe die neuen Lasertürme, die wollte ich testen, genau. Also, hier ist häufiger Angriff. Das heißt, wir nehmen jetzt dich mal weg und setzen da erstmal so einen tollen neuen hin. So. ja. Problem. Der passive Drain, also wenn die Dinger nicht schießen, ist ziemlich hoch. Fast fünfmal so hoch. Naja, viermal trifft es eher. Also passiv verbrauchen wir wesentlich mehr. Schaden verursacht eher nur marginal mehr. 1,8 mehr macht er. Shooting Speed ist 2. Bronze Ruby Laser? Warum seid ihr Bronze Ruby Laser Tower? Was? Was? Bronze Ruby. Ihr seid gar keine normalen Lasertürme. Wo kommt ihr her? Was habt ihr mit meinen Lasertürmen gemacht? Komm mal mit. Silver Ruby? Bronze Ruby Laser. Werdet ihr automatisch umbenannt oder wie? Ja, die blinken da jetzt. Und ich habe ziemlich viele davon. Okay. Also es gibt wohl keine normalen Laser Tower mehr, die sind alle jetzt Bronze Ruby Laser Tower. Und wo war jetzt der Gute? Mist. Sahst du irgendwie anders aus? Dann guckst du die andere Richtung. Ja, das ist schon mal sehr rebellisch von dir. Ja. Also wenn er schießt, dann braucht er wesentlich weniger Strom. Das Problem ist nur... Also das ist kein wirkliches Problem, aber das Unpraktische an der Sache momentan ist nur gerade, wir sind nicht durchgehend unter Beschuss. Wenn wir es wirklich so haben würden, dass alle Türme komplett um unsere Basis herum durchgehend schießen würden, was ein sehr interessanter Zustand wäre, dann wären die Türme gut. Weil sie dann halt durchgehend die 129 verbrauchen würden statt 600. Aber jetzt im passiven Zustand, das kann ich mir nicht leisten. Ja, das heißt, das nächste, was ich testen muss bei denen, also einmal könnte ich jetzt noch Dichterbau mit 4 Polished, nee. Ich könnte allerdings mal die Forschung wieder ein bisschen vorantreiben, was das angeht. Sollte machbar sein. So, die. Oh, wir brauchen Gold Ruby Laser Tower, um ein Saphir Laser Tower zu bauen. Es wird hier immer putziger. Ja, also muss die Reihe komplett lang gehen. So scheint es sinnvoll zu sein. Das braucht tierisch viel Strom. Das heißt, ich müsste jetzt 4 Polished Ruby benutzen, um ein davon zu bekommen. Dann müsste ich das Ganze mit Saphiren machen, denn 4 Polished Saphire benutzen. Und bis ich dann irgendwann bei Topaz angekommen bin. Krass. Aber nicht jetzt, nicht in unserem momentanen Zustand. Nicht, wenn die Hälfte der ganzen Ärmchen hier weggedreht ist, damit ich bloß keine... Falsch rum. Gib mir die da. Damit ich bloß keinen Strom verbrauche. So, Draht kommt wieder. Grüne Chips kommen auch wieder. Rote Chips haben wir noch, kann noch eine Weile ausbleiben. Kupfer wird langsam knapp. Wir sind auf 12.000 Knochen runter, ist okay. Sollte ich trotzdem gleich nochmal kurz hingucken. Die Leichenverarbeitung könnte ich dann auch wieder anschmeißen. Oh, ich produziere keine Stromsachen. Baustromsachen. So. Was? Genau, die Leichenverarbeitung.
Die hatte ich, glaube ich, deaktiviert gehabt, wegen Strom und so. Tu da rein.